Moin moin und herzlich willkommen auf Spiel mit mir Apps und Games und herzlich willkommen zu einem neuen Toka Live World Update Video. Denn es gibt schon wieder ein Update, das geht hier gerade rucki zucki und zap zarab und eins nach dem anderen immer wieder neue Updates. Und jetzt gibt es wieder ein neues Style Pack und zwar das Perfectly Preppy Style Pack oder auf Deutsch hieß das nochmal irgendwie anders, Adrettes Style Pack oder so. Ich habe mir auf jeden Fall gerade schon gekauft. Jetzt bin ich ja auch in Toka Mix reingegangen. Ich wollte eigentlich direkt in die Sachen angucken. Aber dann können wir ja mal eben kurz hier fragen. Are you ready to update your wardrobe? Ja klar. Neue Klamotten wollen wir auf jeden Fall. Also wir schauen sie uns auf jeden Fall gleich mal an. Aber wenn ich gerade schon hier bin, kann ich mir auch die Sachen angucken. Also ich finde das auf jeden Fall schon mal mega schön, was wir hier haben. Dieses Flanellhemd eigentlich oder diese Jacke in dem Blau und Lila. Also das finde ich mega cool. Aber das andere scheint da zu gewinnen. Naja. Wie auch immer, lass uns mal lieber direkt nachgucken. Hier im Character Designer müsste ich das machen. Das ist aber gar nicht hier im Character Designer. Ich muss erst ins Spiel reingehen. Eins nach dem anderen. So, jetzt kann ich hier in den Character Designer reingehen. Und, nee, Bibo, du nicht, sondern mein Avatar bekommt jetzt mal ein paar neue Klamotten, würde ich sagen. Also, es müsste auf jeden Fall neue Frisuren geben. Und hier sehen wir sie auch schon. Das absolut adrette Stilpaket ist das übrigens. Mir ist wieder eingefallen, wie es auf Deutsch heißt. Und dort gibt es 9 neue Frisuren, 9 neue Caps bzw. Kopfbedeckungen und 12 neue Outfits. Und ja, wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal mit den Frisuren natürlich an. Da gibt es einmal diese Frisur. Die würde ich persönlich tragen, wenn ein paar Monate wieder zurück wären. Beziehungsweise, nee, eigentlich inzwischen sogar schon Jahre. Ich hatte die Haare ja mal wachsen lassen und dann sahen die an irgendeinem Zeitpunkt auch mal so aus. Aber dann habe ich sie ja auch immer in einem Bus getragen. Auf jeden Fall, zu irgendeinem Zeitpunkt hatte ich auch mal diese Länge. Sieht auf jeden Fall super cool aus. Ist eine sehr schöne Frisur, die kann man definitiv so tragen. Dann haben wir noch das hier. Das ist tatsächlich ein bisschen näher dran an dem, was ich gerade habe. Wobei ich da auch eher denken würde, die fallen mir bald schon wieder in die Augen. Ich muss mal zum Friseur und vielleicht nochmal ein bisschen die Spitzen nachschneiden lassen. Sieht nicht schlecht aus. Ich finde den ersten Look aber definitiv noch ein bisschen besser. Und dann haben wir auch noch diese Frisur und das sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus. Ich fand es noch ein Ticken cooler, wenn der Pony noch ein bisschen franziger so auch im Gesicht wäre. Das sieht mir jetzt sehr rund oben aus. Also das hier definitiv mein Favorit. Ich glaube, den lasse ich mal kurz hier dran. Dann schauen wir nochmal, was für weitere Frisuren wir hier noch haben. Hier sind auf jeden Fall nochmal welche. Das hier natürlich. Also wer Familie Vogel kennt von uns, der kennt auch diese Frisur. Also das ist ja wohl 1:1 Hannah Vogel, würde ich ja sagen. Wir könnten theoretisch auch mal Familie Vogel hier nachstellen in Toka Boka. Also, wenn das nicht Hannas Haare sind, dann weiß ich auch nicht. Mit diesem Zopf, dem Pferdeschwanz und dann sogar noch einer Schleife drin. Also, das ist definitiv Hannah. Auf der anderen Seite hatte sie ja relativ aktuell eigentlich ein Makeover, wo diese Frisur schon fast wieder besser passen würde. Aber klassisch Hannah Vogel ist definitiv das hier. Dann haben wir noch diese coolen Haare. So hatte Ellie die tatsächlich auch vor ein paar Wochen oder Monaten. Sieht auf jeden Fall auch mega cool aus. Bei ihr war es natürlich eher in einem dunkleren Haarton. So wahrscheinlich. Aber ich hatte ja eigentlich blonde Haare, das würde ich auch gerne wieder so behalten. Ich versuche es mal wieder so zurückzukommen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das genau der Farbton war. Aber wie auch immer. Dann haben wir noch das hier. Das ist auf jeden Fall ein sehr, ich sag mal, 2000er Haarstil. Aber das haben wir mit dem ganzen Y2K ja sowieso, dass das wieder relativ aktuell und modern ist. Mich erinnert das als Look, gerade wenn es noch braun die Haare werden, sowieso nochmal mehr, an den Film Plötzlich Prinzessin. Vor allem, bevor Mia das Makeover bekommt. Einfach super, super buschige Haare, gerade irgendwie noch so hinten zusammengehalten. Dann haben wir noch eine weitere Frisur, das ist die hier. Ja, was soll man da noch groß sagen? Ist auf jeden Fall auch lockig. Oben nochmal ein bisschen anders zusammengebunden. Unten fallen die Haare trotzdem noch raus. Sieht auf jeden Fall schick aus. Und dann haben wir diese Frisur, die finde ich auch richtig cool. Die erinnert mich jetzt eher ein bisschen an Gossip Girl, an Blair Waldorf mit dem Haarband. Und na, ich würde nicht sagen, topiert nach hinten, aber definitiv eine Menge an Haaren sind vorhanden. Sehr wellig, sehr viel Volumen in den Haaren definitiv vorhanden. Aber auch hier wäre es natürlich noch eher Blair, wenn es nicht blond wäre. Aber ich möchte meine Haarfarbe eigentlich gerne so behalten, wie sie gerade ist. Deswegen lassen wir das einfach mal so. Und dann müssten wir eigentlich noch eine weitere Frisur haben, oder nicht? Habe ich was übersehen? Das waren 5. Hier hatte ich 3. Ach so, ich habe hier die hier einfach übersehen. Entschuldigung. Das ist natürlich dann auch die 9. Frisur, die wir jetzt neu mit diesem neuen Style-Paket bekommen haben. Sieht auch cool aus. Ich bleibe jetzt erstmal bei dieser Frisur. Die finde ich gerade eigentlich am schicksten. So, dann können wir auch weiter erstmal zu den Kopfbedeckungen gehen, finde ich. Da haben wir einmal diese Cap. Ich finde das bei Toka manchmal komisch, wie die Caps aussehen. Die liegt ja jetzt eher seitlich auf meinem Kopf drauf. Aber finde, so zum Outfit passt es gar nicht so schlecht mit dem Blau und dem gelben V drauf. Eigentlich ganz cool. Und dann haben wir die Cap auch nochmal
ohne Logo, aber in Rot. Da finde ich auf jeden Fall das Blaue auch nochmal besser. Oder wir hätten sie auch nochmal in Gelb. Da liegt sie ein bisschen in eine andere Richtung, schräg auf meinem Kopf drauf. Hat auch eine andere Form. Ja, das Gelb gefällt mir eigentlich ganz gut, aber zu dem Outfit, was ich gerade trage, wäre tatsächlich die hier am besten. Dann haben wir hier noch einen anderen Hut und zwar so ein, wie nennt man das, dieser französische Hut? Ein Baret? Ein Barett? Bin mir nicht ganz sicher, wie man das richtig ausspricht oder wie es überhaupt richtig geschrieben wird. Auf jeden Fall dieser Art französischer Hut. Finde ich mit dem dunklen Blau sogar noch besser zu dem Outfit, was ich aktuell habe. Ich glaube, den könnte ich vielleicht auch erstmal auflassen. Gar nicht so übel. Was haben wir sonst noch hier? Nichts Neues. Hier auch nicht. Nope. Aber wir haben zwei neue Haarbänder. Einmal hier in grün mit einer Schleife dran. Oder hier im Karo-Muster. Das grüne sieht auf jeden Fall besser aus. Passt auch wieder ganz gut zum Look. Das hier, ja, ich finde eher ein bisschen weniger. Ich finde das grün passt mit dem braun und dem Gold der Brille nochmal besser zusammen. Und dann haben wir auch noch ein paar Sonnenbrillen. Okay, das ist komisch. Ich kann die neue Brille gerade irgendwie gar nicht wirklich erkennen. Also das hier dürfte sie eigentlich nicht sein. Die müsste eher so eine schwarze Umrandung haben. Naja, die kann ich euch gleich sonst ja auch nochmal vielleicht jetzt nicht hier zeigen, sondern in dem Kaufmenü. Da ist es auf jeden Fall angezeigt. Und ich schaue nochmal hier bei den Sonnenbrillen. Es müsste einmal die hier sein und die hier mit dem Hornmuster. Weiß jetzt nicht, warum die hier noch weiter davon ist. Oder ist das... Ah, Moment. Sorry, ich lag falsch. Das sind alles drei Sonnenbrillen. Wir haben gar keine neue normale Brille, sondern drei Sonnenbrillen. Das sind die hier. Ich konnte es nur nicht so gut erkennen gerade, weil da was Gelbes drin ist. Aber das hier ist die neue Brille. Das hier ist eine neue Sonnenbrille. Und das ist eine neue Sonnenbrille. Sind jetzt alle nicht so ganz das Design, was ich für mich wählen würde. Ich gehe da lieber wieder zurück zu meiner goldenen Brille, die ich bisher getragen habe. Aber das war nicht die hier. Sondern, war das die? Oh nein, ich habe meine Brille verloren. Ich glaube, die war es. Oder die? Nee. Ups. Ist ja auch egal eigentlich. Gerade tatsächlich nicht wichtig. Ich würde sagen, wir gehen lieber zu einem wichtigeren Teil weiter. Und zwar zu den Klamotten. Moment, da will ich aber erstmal einen anderen Hut wieder aufsetzen. Den hier oder doch lieber, na, doch lieber das Barett hier. So, jetzt sehe ich doch aus wie ein richtig kultivierter Schüler. Und wir haben natürlich aber auch noch ein paar Outfits, die wir hier anziehen müssen. Normalerweise müssten die neuen Sachen ja ganz oben sein. Das sind sie hier nicht. Schau mal, ob wir die ganz unten stattdessen finden. Manchmal habe ich so einen Bug, dass die neuen Sachen einfach nach ganz unten geladen werden. Aber da sind sie auch nicht. Dann sind in diesem Bereich wahrscheinlich gar keine neuen Klamotten. Ich glaube aber, hier müssten sie dann sein. Oh ja, das sieht richtig aus. Da haben wir jetzt 12 neue Outfits insgesamt. Hier in diesem Bereich mit dem Pullover gibt es zwei, weil die hier gehörten ja zu dem Beige-Style-Pack. Alles, was hier so kuschelig ist. Also, die neuen Sachen sind einmal das hier. Ich finde, das sieht auf jeden Fall richtig aus für das Barett mit dem Rollkragen. Mit dieser... Früher hat man Hochwasserhose gesagt. Ich weiß nicht, ob man das immer noch so sagt. Das ist auch eher ein bisschen abwertend. Die Hosen, die auf jeden Fall bis zu den Knöcheln gehen und hochgezogen sind, ist ein ganz cooler Style. Oder alternativ haben wir jetzt auch noch diesen Wollpullover mit Jeans und einem V-Ausschnitt und dazu noch so eine Handytasche dran. Finde ich ganz cool. Wir schauen nochmal, was es so weiter... es gibt. Hier ist, glaube ich, eher noch was Cooles für mich. Was wir hier einmal haben ist, also das sieht auf jeden Fall sehr nerdig aus, sage ich mal. Wir haben ein Hemd und darüber ein Polunder und sogar noch eine Fliege. Passt mit dem Blau auf jeden Fall gut zu meiner Kopfbedeckung. Ich finde das, was daneben ist, aber tausendmal cooler. Also das ist ein richtig cooler Style hier. Mit der etwas locker sitzenden Fliege, eine coole Jacke drüber, eine schöne Hose, schöne Schuhe. Alles perfekt abgestimmt und passt sogar noch zu meinem Hut. Das gefällt mir. Das finde ich cool, aber es ist trotzdem noch elegant. Dann hier noch Richtung eher wieder Schuluniform, wobei auch ein bisschen locker. Ich finde es seltsam, dass dieser Polunder auch noch mit in diese Hose gestopft ist und dass die Hose unten in die Socke gestopft ist. Also ich weiß nicht, zieht man sich heutzutage wirklich so an? Ich finde das eher seltsam, auch dass diese Karohose, glaube ich, eine Jogginghose ist. Also das ist für mich eher kurios, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch diesen coolen Anzug, auch wieder mit dem V-Logo drauf. Ja, das sieht auf jeden Fall auch cool aus. Also das T-Shirt drunter ist auch relativ simpel. Es ist weiß, es hat eine goldene Linie am Kragen. Und dann halt das geschreibte Sakko drüber. Und die Schuhe auch wieder mit dem Gelb sehr schön dazu passen. Aber da ist definitiv das hier eher mein Favorit. Dann haben wir hier nochmal die Schuluniform, aber diesmal mit Rock. Das, was wir gerade hatten mit der Hose. Das hier nochmal stattdessen mit Rock. Und auch nochmal mit, es ist keine Krawatte, aber es ist auch so ein Stück Tuch quasi, was oben zusammengebunden ist. Das ist definitiv besser angezogen. Also wenn man das anhat, dann weiß man eher, wie man sich richtig anzieht. Und hier nochmal eher ein bisschen aufgelockert. Das Ganze, würde ich sagen, ist immer noch eine Schuluniform, aber ein bisschen cooler getragen. So, das Hemd ist nicht ganz ordentlich reingestopft. Das sieht eher ein bisschen lockerer aus. Finde ich auf jeden Fall auch cool. Dann haben wir hier nochmal das Design. Das hatten wir eben in der Abstimmung. Da hat es ja die Führung übernommen. Das sieht ein bisschen aus wie ja ein Sportjogginganzug. Auch da ist wieder die Hose unten in die Socken reingestopft. Also mir wurde früher beigebracht, das nicht so anzuziehen. Hier macht man das anscheinend. Und dann ist auch einfach nochmal so eigentlich eher ein schicker Sakko drüber gezogen worden. Ja,
Kann man so machen. Ist auch da persönlich nicht unbedingt mein Stil. Dann haben wir das nochmal ähnlich, aber in blau. Das gefällt mir etwas besser. Also hier ist die Hose nicht in den Socken drin. Der Pullover ist nicht in der Hose drin, sondern es sieht eher aus, wie es richtig angezogen gehört. Auch da natürlich trotzdem aufgelockert, weil halt diese schicke Jacke über dem Pullover drüber ist. Aber grundsätzlich, doch, das finde ich ganz gut und es passt auch wieder zu meinem Hut. Hier definitiv eine Nummer draufgesetzt, was schicke Kleidung angeht. Also das ist definitiv sehr adrett angezogen. Da passt der Titel des Stylepacks auf jeden Fall sehr gut. Mit dem Lila und dem Rot auch eine, ich sage mal, etwas mutige Kombination, die aber definitiv funktioniert. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch eher für eine Lehrerin gedacht, vor allem auch mit den hohen Schuhen. Und dann haben wir eher hier so meinen Favoriten. Das gefällt mir nämlich richtig gut. Das hatte ich ja auch eben schon mal in der Abstimmung für abgestimmt, weil diese Karo-Jacke einfach mega, mega cool aussieht. Also das ist definitiv mein Favorit als Look. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal durchzählen, ob das jetzt schon alles war. Ich glaube, aber wir haben jetzt eigentlich alles gesehen. Also wir hatten gerade 4, hier 2 sind 6, hier nochmal 4 sind 10 und hier 2 sind 12. Ja, dann haben wir jetzt alle Klamotten durch. Ich habe jetzt einen neuen Look mit diesem neuen adretten Style-Pack. Ich habe eine neue Frisur, einen neuen Hut und ein neues Outfit. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr insgesamt das Style-Pack findet und wie ihr findet, wie ich die neuen Klamotten für mich neu kombiniert habe, ob euch das so gefällt. Schreibt gerne von 1 bis 10 eine Wertung rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Adios!